Ach Gott. Ich habe das Gefühl, dass ich in diesem Bild eigentlich der Lösung relativ nah bin. Ach nee, dann habe ich ja wieder das Kreuz. Meine Güte. Warum, Rufus? Warum? Also ich bin ganz ehrlich, ich drücke hier wirklich gerade nur blöd auf die Knöpfe, weil ich echt nicht den Hauch einer Ahnung habe. Dann hätte ich da zwei volle Reihen. Warte mal, nee. Ach Mann. Immer so einzelne Punkte, sowas wie da zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich wieder alles bis auf die Mitte. Oh Gott, nein. Dann ist das aus und das aus, dann wären die noch an. Warte mal, vielleicht ist das die Lösung. Nein, ist es nicht.
Das jetzt ausmache, dann nach Quatsch. Man denkt manchmal, man hätte die Lösung gerade, aber dann bemerkt man, dass es doch nicht so ist. Und ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt gerade, boah, nee, stellt er sich blöd an, hängt hier die ganze Zeit an diesem dämlichen Rätsel fest. Aber es ist echt nicht mal wirklich einfach, wenn man hier dann davor sitzt und versucht dann irgendwie dieses Rätsel hier zu knacken. Und es weigert sich einfach, geknackt zu werden. Ich krieg dieses Kreuz nur dauernd raus. Oh nee, das Bild hat man jetzt wirklich schon sehr oft. Ist es tatsächlich möglich, dass ich zu dämlich für das Rätsel bin? So, wenn ich jetzt das anklicke, dann geht die 2 an. Dann ist da die Mitte mal wieder aus. So, in etwa.
Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ne? Nein. Warum? Nein. Nicht wieder dieses. Diese Mitte ist einfach das, was im Moment nie so klappt. Oh Gott, nein. Jetzt noch mal auf die Mitte drücke, dann ist das erleuchtet und das bringt mir nicht viel. So, wenn ich jetzt noch mal hier drauf drücke, dann ist das alle, dies sind die erleuchtet. Warum kriege ich das hier erstmal andersrum hin? Warte, machen wir das Ganze nochmal zurück. Das ist im Grunde nur. Ja, genau so wollte ich es nicht. So. Das heißt ja im Grunde, dass ich.
Wie mache ich das denn? Wenn ich das jetzt mache. Ah, so habe ich das gemacht. Das Ganze muss jetzt nur andersrum. Das Problem ist, dass hier kein vertikaler Knopf ist. Das heißt, ich muss dieses Gebilde eigentlich andersrum aufbauen. Aber ich weiß nicht wie. Na, ist doch nicht wahr, ne? Das heißt, wenn da zwei Punkte sind und da zwei Punkte. Wenn ich da in die Mitte drücke. Da zwei, dann drücke ich in die Mitte. Ja. Also, muss ich irgendwie hinkriegen. Die Mitte muss frei sein. So ähnlich. Warte. So. Da muss jetzt noch irgendwie eins hin. Ist das da oben weg? So. Was habe ich gesagt? Da zwei, ne? Die Mitte dunkel oder wie war das? Da zwei. Unglaublich. Jetzt habe ich es genau umgekehrt. Ich hab's wieder umgekehrt. Kriege ich denn jetzt da zwei an, dass das aus ist? Fangen wir vielleicht mal damit an. So, wie kriegen wir das hin? So nicht. Zugrunde warte das. So. Jetzt muss ich da gucken, dass die Mitte aus ist irgendwie.
Das macht wieder genau andersrum. Wenn die Mitte doch aus wäre. Ich werde daran noch verzweifeln. Pff, unglaublich. Aber wahr. Es geht nur andersrum bei mir. Ach komm. Warum muss ich in sowas so schlecht sein? Komm schon. Es ist doch nicht wahr. Oh Gott, nein. Rufus 1, Entropie 0. Der Hebel war's. Oh Mann. Darf ich, Marco? Meine Fresse. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. So, dann schauen wir jetzt in den Himmel und verabschieden uns von diesem stressigen Rätsel. Aber ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr genauso sehr. Bis dann. Tschüss, euer Azaldor.